Block geht nur der hohe Ball. Kennen wir schon aus dieser Saison, Schwerin im Dreierblock. Oh, häufig sehen, was Schwerin aber schon etabliert hat. Ja. Einmal in der Saison gegeneinander gespielt, zweimal hat Schwerin die Partie gewonnen. Ein Spiel davon war das Pokalfinale. Das ist interessant, aber ich finde auch sehr gelassen. Also sehr ruhig, es sind nicht die Knallerbälle, es sind ganz so oft die Lücken. Nina Altmaier weiterhin am Aufschlag. Sie hat wirklich jetzt hier eine Wahnsinns-Aufschlagserie hingelegt. Hat in der Saison schon 19 Asse serviert. Boah, oh ja. Was ein Winkel! So, gucken wir mal den Schlag hier noch an. Hier wieder am Ball. Und das ist das, was du gerade eben angesprochen ja. hast. Schwer abzuwehren. Und das hat gerade auch Fleur Saddelkuhl vom SC Potsdam gemerkt. Niederländische National. Passt mit dem Ball und dem Angreifer. Wieder die Annahme auf den Punkt. Ja, wieder das gleiche Winkel. Ja. Und das Tempo ist auch recht hoch. Schöner Doppelblock auf Schweriner Seite. Laura Emmons nochmal. Zug zu Jüskens. Dritter direkter Blockpunkt für Schwerin. Tut sich zu 17, holt sich die Heimmannschaft diesen ersten Satz, weil sie unglaublich gut aufschlagen und den Blockfeldabwehr einen überragenden ersten Satz gespielt haben. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja. Sie kann nicht nur feste oder noch geht. An die Heimmannschaft. Und wir haben noch eine ganz. Geht das noch? Sie ist schnell, Alexander Young. Hier. Über den Potsdamer Block. Bei 30%. Immer noch nur, muss man sagen. Schwerin liegt beim Doppelten. Auszeit von Guillermo Hernandez. Ja, genau. Das geht noch weiter. Der Tipp ein bisschen zu lang. Was sie macht. Aber sie macht sehr, sehr wenig Fehler in ihren Angriffen. Und es ist sehr klar. Fragezeichen. Ja. Oha. Stark gerettet von Sarah van Aalen. Und auch der ist auf der Linie. Wieder dieser extreme Wind. 15 Angriffe, 11 Punkte, kein Fehler im Angriff. Was drin geblieben. Und hier direkt in der Annahme gefordert und immer, sie ist schon schnell im Angriff, aber den konnte sie nicht angreifen. Ja, da war sie kurz raus von der Annahme. Wieder Tutu Yusuf. Aussieht, wenn Schwerin das gewinnt, dann hat Schwerin auch den Heimvorteil und dadurch vielleicht noch einen weiteren kleinen Vorteil, weil wie wir sehen, die gelbe Wand ist echt eine Hilfe. Gibt es dann so Spiele, wo man als Trainer sagt, jetzt müssen sie es wirklich komplett alleine für sich regeln. Also ich finde, es sollte, zeigt mir damit, okay, ich gehöre nicht mehr dazu, ich habe euch aufgegeben. Und gute Sicherung. Und da ist dann wieder dieser krasse Winkel. Trainingsinhalt gewesen oder sowas. Als wir erwartet hatten. Auf jeden Fall. Also auch, ich glaube, für alle hier in der Halle überraschend. Und sagt ja auch die Tabelle, ne? Dass es eigentlich hätte ein knappes Ding sein sollen. Okay. Das wäre auch Gründes. Natürlich leichter für Schwerin. Das geht noch wieder weiter.
Ja. Dann macht Schwerin